Wenn man im Prozessmanagement eine gewisse Grundreife erreicht hat, dann fragt man sich, wie bekomme ich eigentlich die Prozessstabilität hin? Was ist Prozessstabilität? Wie erreiche ich das und wie hilft mir das wirklich im Unternehmen, immer wieder besser zu werden und gute Qualität wiederholbar zu produzieren? Das erkläre ich in diesem Video. Hallo, mein Name ist Axel Schröder und ich bin ein absoluter Prozessenthusiast. Ich liebe Prozessmanagement seit vielen, vielen Jahren, aber ich sehe auch immer, dass viele damit Schwierigkeiten haben, wenn es an bestimmte Punkte kommt. Einer dieser Punkte ist das Thema Prozessstabilität. Was ist Prozessstabilität und wie kann ich das erreichen? Nun, die Definition ist relativ einfach. Läuft mein Prozess oder erfüllt mein Prozess personenunabhängig wiederholbar seine Spezifikation? Das versteht man unter Prozessstabilität. Und einer der ganz großen Punkte ist, erfüllt er seine Spezifikation. Wenn ich noch nie eine Spezifikation für meinen Prozess festgelegt habe, dann wird es mir schwerfallen, sie zu messen. Was sind nur solche Prozessspezifikationen, von was reden wir da eigentlich? Zum einen ist die Menge an Output, die dieser Prozess generieren muss. Zum Beispiel der Rechnungserstellungsprozess, wenn Sie Ihre Rechnungen an die Kunden erstellen und versenden, die Anzahl der Rechnungen, die Sie in einer bestimmten Zeitperiode, also am Tag, im Monat oder im Jahr wirklich schreiben müssen. Wenn Sie üblicherweise so zwischen 3.000 und 5.000 Rechnungen pro Jahr erstellen, dann ist das der Output. Das muss dieser Prozess leisten, dass alle Rechnungen korrekt und richtig geschrieben werden. Damit sind wir beim nächsten Punkt, korrekt und richtig geschrieben werden. Auch das ist Teil der Spezifikation. Kann man festlegen zum Beispiel, indem die Rechnungen ohne Beanstandungen überwiesen werden. Wenn es bei jeder zweiten Rechnung Reklamationen gibt, die teilweise sogar berechtigt sind, weil Positionen falsch aufgeführt sind, weil die Rechnung inhaltlich falsch ist, dann trifft Ihr Rechnungserstellungsprozess nicht seine Spezifikation. Muss man also festlegen, wir wollen die Anzahl der Fehler zählen, zum Beispiel, die ein Prozess einfach generiert, indem man beim Beispiel mit den Rechnungslegungen zum Beispiel sagt, wie viele Rückfragen oder Einsprüche gibt es seitens der Kunden. Dann das Thema wiederholbar. Wenn Sie einen Prozess optimieren und Sie den nur alle 5 Jahre einmal durchführen, zum Beispiel, weil ein neuer Firmenwagen gekauft wird, dann ist das zwar ein Beschaffungsprozess, das ist richtig, aber die Wiederholrate ist so gering, dass es keinerlei Sinn macht, darüber über eine Stabilität zu reden. Deswegen, es sollte ein Prozess sein, der in Ihrem Unternehmen hinreichend oft vorkommt, wie zum Beispiel Angebote erstellen oder rechnungseingehende Rechnungen zu prüfen und zu bezahlen oder eben auch solche eher weichen Dinge wie führe ich Mitarbeitergespräche. Wenn Sie 30 oder 40 Mitarbeiter im Unternehmen zum Beispiel haben und da regelmäßige Mitarbeitergespräche führen, nämlich nicht nur einmal im Jahr, sondern vielleicht jeden Monat oder alle 2 Monate, dann haben Sie einen wiederholbaren Prozess. Und auch dafür kann man Standards festlegen, wann läuft ein Prozess entsprechend stabil und gut. Und einer der wesentlichen Gründe ist noch mit, er muss personenunabhängig stabil laufen. Das heißt, seine Spezifikationen muss er personenunabhängig erfüllen. Was bedeutet das genau? Wenn Sie jetzt ein neues Automobil kaufen, ein neues, schickes, tolles Auto, egal von welchem Hersteller, dann erwarten Sie, dass dieses Automobil Ihre Qualitätsansprüche erfüllt. Es sollte also 4 Räder haben, es sollte gut verarbeitet sein, die Spaltmaße müssen passen, der Lack muss in Ordnung sein. Das sind Dinge, die Sie einfach voraussetzen, wenn Sie ein neues Auto kaufen. Schließlich geben Sie einen Haufen Geld dafür aus. Und es ist Ihnen vollkommen egal, ob am Band im Werk Frau Meier, Herr Schmidt oder Herr Huber dieses Auto zusammengeschraubt haben. Es interessiert Sie nicht. Sie möchten einfach nur ein perfektes Auto ausgeliefert bekommen. Und das bedeutet eben personenunabhängig. Es muss ein Prozess erstellt werden und geschult werden, damit es egal ist, wer in Ihrem Team diesen Prozess gerade ausführt. Es kann nicht immer nur an der Expertise und den Fähigkeiten eines einzelnen Mitarbeiters hängen, ob die Qualität hinten, der Output aus dem Prozess gut ist oder, naja, geht schon so, aber ausbaufähig. Das heißt, Sie müssen Anstrengungen unternehmen, wie können wir das Wissen von den einzelnen Mitarbeitern auf breitere Schultern verteilen, damit jeder in der Lage ist, mit gewisser Training und Erfahrung und Einarbeitung genauso gute Qualität zu leisten. Oder kann man auch Dinge automatisieren? Denn Dinge, die automatisiert worden sind, die sind personenunabhängig geworden und damit leisten sie über die Dauer immer die entsprechende Qualität. Das sind die 3 Faktoren, also personenunabhängig, wiederholbar und Spezifikationen erfüllt. Das sind die 3 Themen, wo man Prozessstabilität eben entsprechend erreicht.
Was muss man als allererstes sich darum kümmern? Das ist der Bonustipp in diesem Video. Übrigens, falls Sie dieses Video ganz hilfreich finden, abonnieren Sie unseren Kanal. Sie bekommen laufend neue Videos entsprechend in Ihren Newsfeed gespielt, wo wir uns über solche Themen noch vertieft unterhalten werden. Das heißt, wir erstellen ganz viele Videos und damit Sie es mitbekommen, abonnieren Sie den Kanal. Was muss ich mich zuerst machen? Muss ich mich zuerst um Personen unabhängig kümmern oder muss ich mich um wiederholbar kümmern oder um Spezifikation erfüllen? Natürlich muss ich mich am Anfang darum kümmern, dass der Prozess seine Spezifikation erfüllt. Das heißt, ich muss mir jemanden raussuchen, der in der Lage ist, wirklich saubere Arbeit zu leisten, damit da hinten der Prozess seine Spezifikation erfüllt. Denn nur dieser Mensch, dieser wertvolle Mitarbeiter ist in der Lage, die anderen zu schulen und zu trainieren und sein Wissen weiterzugeben. Wenn Sie den einen nicht haben, dann wird es schwer werden. Das heißt, Spezifikationen erfüllen ist der allererste Punkt, den Sie entsprechend ranholen müssen für Ihren Prozess. Das heißt wirklich, Sie müssen die Spezifikation auch gemeinsam definieren. Was erwarten wir uns als Output? Und wenn das getan ist, dann haben Sie die Basis für echte Prozessverbesserungen. Ich freue mich auf, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Ihr Axel Schröder.